Willkommen zurück zu Mega Man 5. Wir haben beim letzten Mal hier die Grade 8 einmal geschafft, sind aber gestorben. Und jetzt müssen wir hier das Ganze nochmal machen. Und da vergeht einem eigentlich alles. Vor allen Dingen, wenn der Sack hier mit seinem Geschieße loslegt. Also ich glaube, er ist wirklich einer der Robot Master, die ich am wenigsten mag in ganz Mega Man. Hätte ich nicht mal gedacht am Anfang, als ich den im Let's Play gesehen habe, weil er sah nicht ganz so schlimm aus. So, du müsstest Neptun gewesen sein. Ja. Ja, ich sag immer Neptun, aber nur weil ich seinen Namen vergessen habe. Jetzt hat er mich doch nochmal abgeschossen. Drecksack. So, und da ist er schon down. Bisschen Schaden davon getragen, nichts Relevantes. Und jetzt der Mann, den ich nicht mit einem Skill machen will. Also zumindest nicht mit seinem. Ich kann den nur mit Blaster, ich weiß nicht warum. Also ich kann mir schon denken warum, weil seine Waffe halt einfach kacke für ihn ist. Weil seien wir mal ehrlich, seine Waffe einzusetzen, das bringt's nicht. Die ist viel zu langsam. Und das bisschen, was die an Damage macht, da bin ich hier mit dem normalen Blaster doch besser beraten. Auch wenn ich mich gerade auch ein bisschen doof gegen ihn anstelle, muss ich sagen. Man muss halt einfach so ein bisschen seinen Pattern sehen, also. Ja, bei kleinen Sprüngen kann man ihn ja noch treffen. Bei seinem großen zerfällt er, und wenn er wieder aufsteht, muss man halt schnell genug handeln. Oder ihn treffen, bevor er zerfällt. So. Na, da war ich ein bisschen zu spät. So, tot. Wieder full life. So, hier, das müsste Gyroman gewesen sein. Den fand ich auch noch. Ja, eigentlich ist er nicht. Er ist eigentlich nicht schlimm, aber ich finde ihn trotzdem irgendwie reuig. Gravity Hold. Gravity Hold. Erneut Gravity Hold. Und nochmal. Los, komm, das Spiel machen wir weiter. Ja, wenn der so weitermacht, dann ist er gleich tot. Nein, so, und jetzt leiden und tot. Wozu brauche ich das eigentlich? Er ist tot. Was bleibt denn noch übrig? Das. Ah, ja, das war der schlimmste Gegner von allen. Nee, du warst. Du warst Trainman. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Das war Trainman. Ja, ich habe mich garantiert geirrt. Weil es ist Trainman. Warum mache ich den nochmal mit den P-Stones? Das bringt ehrlich gesagt gar nichts. Das bringt schon was, aber nicht so wirklich. Okay, den haben wir. Und jetzt bin ich hier auch Full Health. Da kann ich auch hier Starman machen. Mit der Wave Attack. Ich kann es nur immer wieder betonen. Ich finde, wir handeln gegenüber Starman ziemlich unfair. Dann warst du, glaube ich, der, den ich so. Ja, du warst es. Du. Und nur du alleine. Ich weiß nicht, warum ich gegen den Problem habe. Eigentlich hat er ein total einfaches Pattern. Eigentlich sollte der überhaupt gar kein Problem darstellen. Und trotzdem stelle ich mich an wie der letzte Depp. Der lebt. Oh, dass ich da nicht getroffen wurde, wundert mich. Aber er ist tot. Und damit war es nur noch einer. Nämlich. Ja, dummerweise der stärkste von allen, Crystal Man. So, was haben wir denn noch?
Er macht Pure Attack. Okay, ich gebe zu, bei ihm stelle ich mich meist auch dümmer an, als ich müsste. Nein, der sollte... Ich muss mit dieser Girl Attack umgehen lernen. So, und schon haben wir es geschafft. Ich würde sagen, das ist ein Safe Wert und jetzt verkloppen wir Wily. Und ich slide einfach durch. Elegant. So, beim letzten Mal habe ich hier ja den großen Fehler gemacht. Aber bei dem Boss weiß ich zum Glück, wie er funktioniert. Das Hauptproblem ist, ja, die Stacheln in der Mitte. Aber eigentlich muss man immer bloß auf Wilys Rübe schießen. Nein, da habe ich wieder einen Fehler gemacht. Das in der Mitte, das ist unfair. Ansonsten ist der Boss einfach. Einfach, einfach. Weil einfach, einfach, einfach ist. Bloß aufpassen, dass Mega Man hier nicht anfängt zu sliden, weil jeder Slide ist im Prinzip das Ende. Also nicht so ein Slide, sondern ja, ihr wisst ja, wenn Mega Man mal wieder hier anfängt zu sliden, wenn er nicht darf. Oder ich nicht treffe, obwohl ich eigentlich hätte treffen müssen, um ihn zu töten. Ich krieg das irgendwie gerade nicht auf die Reihe. Das ist, wenn nach unten geht und ich springe, dann kommt das Kamerascaling nicht mit und dann sieht es für das Spiel so aus, als wäre ich nicht gesprungen und ich mache ihm keinen Damage, weil ich dann wieder bloß das komische Gitter da außen treffe. Zack und tot. Naja, leider noch nicht. Aber erstaunlicherweise fast. Ja, Doktorchen. Sieht schlecht für dich aus. Los, komm. Da ist er down, da ist er down und flüchtet. Er flüchtet auf die finale Stage. Je nachdem, wie stark der Boss ist, könnte das hier der letzte Part sein. Ich weiß leider nicht, wie lange ich schon aufnehme. Ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geschaut. Obwohl, doch, habe ich. Habe ich eigentlich. Dann könnte das hier ernsthaft das Finale sein. Ach, diese Roboter, ne? Roboter des Grauens. Echt, mit denen habe ich so Probleme. Okay, jetzt hier einfach der tiefe Fall, oder was? Ja, du! Findet noch jemand diese Gegner so ätzend wie ich? Oder liegt's an mir? Na gut. Oh, noch einer! Du Drecksack! Ja, ich spring wieder rein. Warum bist du wieder da? Continue. Hier können wir ja zum Glück so viele Versuche verballern, wie wir wollen. So, diesmal habe ich ihn. Bin sehr froh, wenn das diesmal klappt. War mir ein Versehen, aber ich bin trotzdem froh, dass ich drüber gesprungen bin. Wisst ihr was? Kann mich mal. Ich lasse mir das nicht bieten. So, und jetzt hier der Killer Wily von 9000. Der hat doch garantiert wieder irgendeine Schwäche. Oh, der ist auch. What? Ist der OTK oder was? One-Turn-Kill? Nee. One. Wir starten hier.
Smiley will mich verarschen. Der wird unbetroffen verarschen. Ich weiß auch nicht, was heute mehr los ist. So. Nee, also der ist übel. So, hier gibt's ein Safe. Ich habe ja 7 Energy Drinks. Im Notfall benutze ich die alle. So. Was könnte denn Wave könnte sein? Ja, Wave macht zumindest seine Bällchen weg. Hero Attack? Es wirkt bloß nicht gut. So, er schießt wieder Bällchen. Okay. Das Ei wirkt, glaube ich, gar nicht. Gravity Hold kann ich mir auch nicht vorstellen. Was hältst du denn von Steinen? Habe ich den bloß nicht getroffen? Nein. Steine funktionieren überhaupt gar nicht. War das ein guter Treffer oder war das ein normaler Treffer? Es sieht nach einem normalen Treffer aus. Und hier geht's schon los. Ich fürchte, es wird wieder Beat sein, aber... Oder das? Oh, jetzt fängt er mit dem Käse an. Aber ne, ich glaube, das ist doch nicht seine Waffe. Es sieht zumindest derzeit nicht danach aus. Was habe ich denn vergessen? Er tut den Gravity Hold und der Kick, aber die bringen mal, glaube ich, auch nichts. Los, Beat! Geh mal drauf! Lass mich nicht im Stich! Kann es sein, dass Beat da überhaupt keine Wirkung hat? Ja, dann nehme ich halt doch den Blaster. So. Ja, Leute, ich mache hier keine halben Sorgen. Wenn es sein muss, tanke ich mich mit Energy Tanks durch. So, finale Phase. Dafür gibt es einen Energy Tank. Ja, wir haben so viele angesammelt. Geh so vorbei. Dr. Wily. Mit so einem dämlichen Pattern können sie mich nicht treffen. Also treffen schon. Das ist ein Fall für die Hero Attack. Ich glaube nicht, dass das sonderlich effektiv war. Außer gegen mich natürlich. Ja, ich mach den doch mit dem Blaster. Du Drecksack. Dr. Wily, sie Drecksack. Komm sie her. Der springt wieder rein. Moment, ich muss dort einen Energy Tank nehmen. Gibt's doch nicht. Ich verballer die im laufenden Band. Aber wir haben ja auch genug. Oh. Das war knapp, aber alles gut. Ja, solange wir uns so bewegen, hat er keine Chance. Er ist ja auch schon fast tot und wir haben doch immer Energy und einen Megatank. Also, keine Chance. Ich habe dieses Spiel lang gehortet. Meine Energy Tanks. Nur um sie zu vernichten, Dr. Wily. Ein für alle Mal. Okay, jetzt wird es mir langsam doch ein bisschen brenzlig. Ups, jetzt habe ich versehentlich den Megatank gezogen. Naja. Ich will mich nicht drüber beschweren. Jetzt habe ich wenigstens alle Waffen wieder voll. So, wo taucht er auf? Wo taucht er auf? Down! Protomans Falle. Was wird denn das jetzt? Ah, Dr. Light. Und er gibt hier wieder auf. Wir haben Dr. Light befreit. Und alles explodiert.
Ja, Mega Man. Spielsäule und Wily ist schon wieder abgehauen. Ihr wisst, was das heißt. Frozerman hat uns geholfen. Wie ist der jetzt so schnell wieder weg? Achso, die sind auch zu weit weg. Okay. Ja, verzieh dich, Protoman. Hast uns gut genug geholfen. So, Leute, das war's mit Mega Man 5. Ein schönes Spiel. Doch, hat mir gefallen. DWN. Drawn Number 33. Okay. Ja, Leute, es hat mir echt gefallen. War ein schönes Spiel. Hat viel, viel Spaß gemacht. Und jetzt im Anschluss kommt direkt der 6. Teil und damit das Finale der Mega Man-Serie. Ja, ich weiß gar nicht, was ich hierzu noch sagen soll, außer toll gemacht. Okay, die Sachen, das mit dem... Ja, es liegt halt echt an meinem Analogstick. Mit Digital Pad würde das nicht passieren. Weil das Spiel ist halt einfach für ein Digital Pad gemacht. Und ja, deswegen slidet bei mir Mega Man gerne mal, wenn er es eigentlich nicht soll. Aber das macht hier nichts. Das nimmt dem Spiel ja nicht seine Einzigartigkeit. Es ist ein tolles Spiel, toll gemacht. Toll und schön erstellte Stages. Okay, kleiner Kritikpunkt. Napalm Stage in einer wirklich an... Hier, wie heißt... Na, jetzt komme ich nicht drauf. Ihr wisst schon, was ich meine. Vietnam, genau. An Vietnam angelehnt. Das hat auch zu diversen Kritiken geführt, aber ansonsten richtig toll. Und ich freue mich auch schon auf den nächsten Teil. Ich werde mich wieder ärgern, wie blöd. Den ersten Part werde ich wahrscheinlich wieder nichts schaffen. Ich kenne mich. Aber ich freue mich drauf. Und jetzt warten wir eigentlich nur ab, dass alle Leute geehrt wurden, die an diesem schönen Stück Geschichte, Videospielgeschichte mitgeschrieben haben. Also ich danke euch schon mal jetzt fürs Zuschauen und würde mich freuen, euch auch beim nächsten Projekt wieder begrüßen zu dürfen oder dass ihr bei einem meiner anderen Projekte mal reinschaut. Gasbomb, okay. Ja, und ich hoffe, ihr hattet wirklich genauso viel Spaß beim Zuschauen wie ich beim Spielen. Ah, presented by Capcom. Nee, bei Beat. Doch, bei Capcom. Und Beat. Ja, und dann wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß bei allen anderen Projekten, die derzeit auf meinem Kanal sind, bei allen Projekten, die noch kommen. Und ja, viel Spaß dann auch ab morgen bei Mega Man 6. In diesem Sinne würde ich sagen, ich weiß nicht, ob da noch was kommt. Ich glaube, nein. Das war's mit Mega Man 5. Ihr lasst mir jetzt erstmal ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben, sagt mir auch, wie ihr es findet. Und ja, da jetzt hier nichts mehr passiert, denke ich mal, es ist vorbei. Tschüss und ja, bis zum nächsten Projekt mit mir, dem Wolf. Bis dann.